Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir befinden uns hier im Forstland und sind gerade auf dem Weg zum geheimen Blumenfeld. Die Brutals haben wir schon einmal besiegt. Und wir sind immer noch hinter dem Hochzeitsstrauß her, dem Bowser sich hier schlappen möchte. Was geht hier vor? Ladevorgang, bitte beeil dich. Was geht hier vor? Hier ist doch was. Ein Mond auf der Ladestation. Sehr nice. So, noch ein paar versteckte Münzen hier oben drauf. Und das dritte Dingelchen hier ist einfach leer, oder was? Es sieht so aus. Gut. So, was gibt's hier zu holen? Auf jeden Fall... Hier ist ein Loch. Auf zwei konnte ich noch draufspringen, wenn ich ein bisschen mehr aufpassen würde. So, auf den Dreier nicht mehr. Da muss ich mir eine Erhöhung suchen. Komm mal her. So, welchen Sinn und Zweck hat das jetzt alles? Ah, ein weiblicher Goomba. Mit dem flirte ich doch direkt mal. Und der Flirt bringt mir einen Mond ein. So. Danke für die Hilfe, Jungs. Und direkt mal in Münzen verwandelt, die Goombas. Ui, ein Handstand, um hier auf die Mauer drauf zu kommen. Bringt sie mir was, außer versteckte Münzen? Ich weiß es nicht. Oh, da unten... Ach ja, richtig, wenn der weibliche Goomba mich sieht, dann verschwindet er. Da unten hängen auf einem Baum noch Lila Münzen. Die könnte ich mir eigentlich eben holen, wo ich sie sehe. Und mit, oh, ich bin eh runtergefallen. Von daher bietet sich das doch quasi an. Ach komm, Mario, du sollst nach vorne springen. Mal eben die Münzen hier zu holen, bevor ich sie beim nächsten Mal stundenlang suche, übersehe oder sonst was. Ja, komm, du hättest auch beide mitnehmen können, ja? So, dann wollen wir, glaube ich, hier hin, zur Ladestation, genau. So, ich gehe trotzdem nochmal oben auf die Mauer drauf. Ich meine, ich hatte da gerade auch ein paar lila Münzen erspäht und ich bin mir nicht sicher, ob ich von der anderen Seite auch auf die Mauer drauf komme. Ah, die Frage ist, muss ich, glaube ich, sogar. Ach, Mario. Oh, Gott sei Dank hat er sich festgehalten. Ich könnte natürlich hier wieder einen super Trick-Jump probieren. Um die Ecke rum, etc. Und ich bin mir fast sicher, dann lande ich wieder unten. Aber egal, ich probiere es mal. Oh nein! Oh, ich hätte es geschafft. Ich habe nur vergessen, die Taste zu drücken. Es ist noch nicht wieder so 100% in Fleisch und Blut, dieser Sprung. So. Da sind wir doch. Panzer ist mein Name. Ja, ich muss sagen, für ein Mario-Spiel finde ich diese Panzersequenzen tatsächlich ein bisschen seltsam. Aber gut, was soll's. Ich muss einmal das ganze Ding hier aufmachen, um zu gucken, ob da irgendwo was versteckt ist. Irgendwie was versteckt ist. Bisher sieht es allerdings ziemlich mager aus. Ich hoffe, ich komme da gleich überhaupt noch überall hoch oder dran. Habe ich ihn? Ne, beide nicht. Sauber. Da ist ein Mond versteckt gewesen. Hat sich's also doch gelohnt, das ganze Ding mal aufzureißen. Achso, das ist noch eine höhere Ebene von der Startebene aus. Hier geht's auch nochmal lang. Es gibt einiges zu tun in den Leveln, aber da ich eh schon wieder so viele Monde habe, dass es reicht, um den Level abzuschließen...
folge ich erstmal dem Pfad hier weiter. Hinter der Felswand. Das sind also Sachen, die ich mit Sicherheit, wenn ich hier wieder bin, nochmal alle machen werde. So Sachen aufschießen und so, weil ich mich nicht mal daran erinnern kann, ob ich diesen Mondstein eingesammelt habe oder nicht. Aber was soll's. Wenn diese Steigung zu steil sein sollte, kann dir vielleicht eine Blume ein bisschen Geschwindigkeit verleihen. Okay, okay. So, dann. Bumm. Aber ich glaube, da rechts will ich hin. Also. Boah, ist aber wirklich empfindlich hier die Steuerung. Boah. Junge, was stimmt denn mit dir nicht? Das war's schon, oder was? Ein Mond für dich. Blinder Fleck im Aufzug. Nee, das kannst du... Oder ach so, ich kann wahrscheinlich das Ding hier kaputt schießen. Und dann wird noch irgendwas passieren. Oh, wir fahren runter. Was geht denn hier ab? Oh, Jungs! Ah, nein, nicht getroffen. Gibt's das? Ach, da gehst du jetzt hin. Oh Mann, der ist aber ein bisschen tricky zu treffen aus dem Winkel raus. Ey, sag mal. So, haben wir ihn doch endlich. Nehmen wir die Münzen mit. Wow. Ja, ich verstehe echt nicht, warum Nintendo in so ein Spiel Kriegsgerät reinpackt, aber... Naja, verzeihen wir ihnen das mal. Und der zweite Mond. Also diese Passagen haben ja, glaube ich, haben die immer zwei Monde. Ich vermute es fast. Wenn nicht, zumindest fast immer. Und die habe ich ja beide gefunden. So. Ah nein, das wollte ich nicht. Ah, ich habe es trotzdem geschafft. Das geheime Blumenfeld liegt da vorn. Bitte behalte seine Position für dich. Na gut. Hier ist auch nochmal so ein Blumentopf-Harrow und ein paar Blöcke, die wir kaputt machen können. Da sehe ich schon wieder lila Münzen. Ich sehe lila Münzen. Mann, kann man hier nicht zwei Reihen auf einmal kaputt machen? Doch, kann man. Oh, ein Geheimeingang mit einem 2D irgendwas. Nicey! Dann schauen wir doch mal, was dieses 2D-Dixie hier mit uns macht. Oder wo es uns hinführt. Ganz schön weit auf jeden Fall. Und wie sie die Groovy-Musik hier 8-Bit-mäßig abgefälscht haben. Herrlich. Achso, doch, da muss ich tatsächlich erst hier hin, weil der höher fährt. Und dann kann ich mir diesen Mond holen. Die Bergseite hinauf. Ah, ich hätte auch nach oben drücken sollen, ne?
bin so ein Mario Pro, ich weiß nicht, dass man auf Röhre nach oben oder nach unten drücken muss, um hinein oder hinaus zu kommen. So, wo geht's hier hin? Wollen wir gerade mal hier oben bleiben und mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Da muss ich auf jeden Fall gleich rein, wo die Kanonenkugeln geschossen werden. Münzen und das war's, oder wie? Das sieht ziemlich hoch aus. Ne, so hoch komme ich nicht ansatzweise. Geht's hier noch irgendwie rum? Ne, hier rutsche ich, glaube ich, dann doch runter, wenn ich diese Kante übertrete. Hier kann ich es ja mal kurz testen an der Stelle. Ne, wenn ich hier die Kante übertrete, genau, rutsche ich runter. Da unten bin ich schon gewesen. Na dann. Will ich mir doch mal so einen Panzer hier besorgen. Ach, die schießen sich auch gegenseitig ab. Wie geil, wenn ich die richtig positioniere. So, was muss ich machen? Ich würde ja fast vermuten, diese Bowser-Dinger da kaputt machen, oder? Oh, zu früh. Oh! Ah, einen noch. Ah, Shitty. Jo, oh. Das hat wohl gereicht. Und einen Mond. Aber ich wollte mir den Panzer nochmal schnappen, bevor ich, oder behalten, bevor ich mir den Mond hole. Ja, die Blöcke kann ich auch mal kaputt schießen, aber ich fürchte, da wird nichts hinter sein. Die waren so ein bisschen als Schutz hier hingestellt. Aber hier war noch zerstörbare Fläche. Ein Sechserherz. Ach ja, ich vermute mal, oder ich bin mir ziemlich sicher. Unten war auch noch irgendwie was. Boah, hier gibt es einiges noch zu durchsuchen, wenn wir irgendwann wiederkommen. Ich glaube, da hinten findet ein Bosskampf statt, deswegen wird mir hier anscheinend dieses Sechserherz bereitgestellt. Oh, eiskalt dran vorbeigesprungen. Ey. Geheimes Blumenfeldpfad. Das hört sich grammatikalisch für mich irgendwie völlig falsch an. Ich weiß zwar, dass es geheimes Blumenfeldpfad gemeint ist, aber trotzdem, für mich würde sich geheimer Blumenfeldpfad irgendwie korrekter anhören. Also es ist halt das Ding, das ist halt das Blumenfeld, was geheim ist und nicht der Pfad. Und tschüss. So, da sind wir im geheimen Blumenfeld und ein Boss steht hier rum. Was gab es hier nochmal zu tun? Auf jeden Fall werde ich mir mal den Kollegen da vorne schnappen. Oh nein, das Ding klaut einfach die ganzen Blumen. Dann werde ich immer von unten ein bisschen berammeln. Blumen, Blumen, muss alle Blumen haben. Okay, ich glaube, das hat... Leg dich nicht mit mir an, Zweibein. Das werden wir ja sehen, wer sich hier mit wem anlegt. Ein Schutzschild. Okay, ich muss... Er hat irgendwie seine Dinger hier in diesen Blöcken versteckt. Man sieht es von außen so ein bisschen leuchten. Die muss ich auf jeden Fall kaputt machen. Und dann ist ein Schutzschild in Eimer und ich kann die wieder von unten behaken. So läuft das hier. Also gut. Neues Schutzschild oder was? Ah ne, Phase 2. Phase 2, er macht Ringe auf dem Boden. Achso, hier kriege ich noch ein Herz her, wenn ich eins brauche. Er macht hohe Ringe auf dem Boden. Na gut, das war trotzdem nicht sehr beeindruckend, Kollege. Immer schön in die Mitte drunter stellen und die Dinger wegdrücken. Oh! Und war es das schon? Nee, es geht noch weiter. Wären wir jetzt auch ein bisschen kurz vorgekommen. Aber ich glaube, hiernach... Also noch einmal und dann ist es das tatsächlich... Ich meine,
für den Boss gibt es später auch nochmal einen Hard-Mode. Also viele Bosse oder einige Bosse kommen, wenn man jetzt an die Bonussterne geht, wenn man das Spiel durchgespielt hat und die Extra-Sterne, die Extra-Monde auftauchen. Erscheinen auch einige Bosse nochmal in einer extra schwierigen Herausforderung. Oh! Und ich meine, der hier wäre einer davon. Wohingegen dieser jetzt das Zeitliche segnet. Boom. So, mein schöner Blütenregen hier. Und ein Dreifachmond. Wahoo! Verteidige das geheime Blumenfeld. Das habe ich wohl gemacht. Und zurück zur Odyssee, um ins nächste Land zu reisen, oder? War ja quasi schon der zweite Bosskampf hier im Gebiet, damit müsste das eigentlich beendet sein. Zumindest von der Story. Es duftet nach Blumen. Auf ins nächste Land, genau. Die Odyssee ist leistungsfähiger. Sehr schön. Und jetzt geht's in das Wasserland, was wir vorhin ausgelassen haben. Wir können jetzt ins Seeland reisen. Vielleicht spüren wir Bowser dort auf. Na klar, auf ins Seeland. Und Mario natürlich wieder draußen vor der Tür, während das Ding startet. Ohne Geländer, ohne irgendwas. Jetzt ist immerhin das Geländer da. Das ist geil, das mache ich nächstes Mal aus, wenn ich fliege. Ach, warum soll ich mich im Flugzeug hinsetzen? Ich stelle mich einfach draußen auf den Flügel. Ist doch überhaupt kein Thema. Das ist eine schöne Sequenz, finde ich. Wie er so an der Kamera vorbeifliegt. Immer wieder nett anzusehen. In diesem Blumenarrangement steckt so viel Herzblut. Wir müssen Bowsers üble Machenschaften beenden. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tue Folgendes. Bewege den Pro-Controller ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Das wird uns bestimmt weiterhelfen. Nächster Stopp, Seeland. Das soll ganz bekannt für seine Mode sein. Ach ja, ein berühmtes Hochzeitskleid, das Schnicksenkleid, gibt es dort auch. Okay, hier will Bowser sich also sein Hochzeitskleid holen, nachdem er sich gerade schon seinen Blumenstrauß geholt hat. Ich denke mal, genug Blumen hat er hier abgesaugt mit seinem Roboter schon. Und der obligatorische Wasserlevel. Brudels über dem See. Es geht wie immer erst den Brudels einmal an den Kragen, um dann nochmal zum einen Endboss dieses Gebiet zu gehen. Denke ich. Oh weh, die Brudels sind auch hier, natürlich. Und hier heult jemand. Unerhört, die Handlanger des Ungeheuers sind hier völlig ungebeten durchgerauscht. Sie haben das schönste Schnicksenkleid unseres Landes gestohlen. Fürchterlich. Ja. Kein neuer Text. Dankeschön. Ich werde dieses Kleid versuchen wieder zu erlangen. Oh, hier sind die Ledermünzen Wassertropfen. Sehr schön. Boah, wie es hier glitzert überall. Und hier liegt doch was im Sand. Ich sehe es doch. Der erste Mond in dieser Welt. Am Seeufer. Einfach mal eingebuddelt. Sie haben die Treppe zum Aquagrund zerstört. Ach so, ja, dann muss ich irgendwie anders zum Aquagrund kommen. Da ist ein Reißverschluss. Ah, ich erinnere mich, hier gibt es so Reißverschlüsse, richtig. In jedem Level irgendwas Neues oder auch Besonderes. So, hier kann ich nämlich Reißverschlüsse übernehmen und so Dinger aufmachen.
So, was gibt's da oben? Ein Mond? Ne, drei lila Münzen, auch okay. Eine Münze jeweils drin. Spannend. Oh. Okay, da oben war auch nochmal ein Reißverschluss oder sowas. Ach so. Das war da. Die andere Seite war quasi der Hinweis hier drauf, dass es hier was gibt. Ach, da ist der Metallquader, mit dem ich aber noch nichts anfangen kann. Boah, ich würde ja. Ich muss echt mal mit einem komplett neuen Spielstand gucken, ob die auch schon da waren im allerersten Durchgang. Da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen. Eventuell liegt das auch an meinem Savegame. Aber wie gesagt, man kann nichts mit ihnen anfangen aktuell, sondern muss das Spiel erst einmal durchspielen. Und dann kann man die benutzen. Also im Moment liegen sie halt rum und machen nichts. Was okay ist für mich. Das Wasser ist unser wahres Zuhause. Ja, wer hätte es gedacht? Dass diese Nixen im Wasser zu Hause sind. Ganz viele Münzen und sonst nix. Ich kann hier keinen Weitsprung drin machen. Ah doch. So, Reißverschluss. Ach so, hier rum geht's. Okay. Dachte, hier geht's weiter. Ah ne, hier ist nur ein Notenschlüssel drin. Dann gucken wir uns den auch nochmal zuerst an. Ist aber keine schöne Melodie gewesen. Das waren ja einfach nur Töne, die höher würden. Normalerweise gibt es sowas doch auch mit Melodien, oder? Notenjagd im kühlen Nass. So, dann begeben wir uns darüber und setzen wir unseren Weg fort. Bieb auf die Stachelnacht. Ja, danke für den Hinweis. Wäre ich fast nicht drauf gekommen. Vier lila Münzen. So, links oder rechts lang. Ich glaube, da geht's weiter. Wir gehen mal erstmal hier gucken. Eine Schatztruhe. Gib mir deinen Schatz, ein Mond. Schatz im stacheligen Wassertunnel. So, gab's hier nicht noch irgendwo Luft? Oh. Geh weg! Das macht es mit der Luft nicht besser. Da hinten ist eine Luftblase mit einem Herz drin. Mir geht gerade die Luft aus. Oh, Gott sei Dank. Und Fischis, die kann ich glaube ich übernehmen, oder? Ach Mensch, jawohl. Und die müssen natürlich auch nicht atmen unter Wasser. Auftauchen, abtauchen, ist alles ein bisschen einfacher. Ich sehe schon den nächsten Mond. Fische müssen nicht auftauchen, um Luft zu schnappen. Wer hätte es gedacht? Aus dem Weg, bitte. Ich will den Mond haben. Hoppe, hoppe, Dori. Finde Dori, rette Dori oder so. Aber nee, Dori ist kein Nessie, sondern irgendein blauer Fisch. Ernsthaft? Hier gibt es nur ein paar Münzen. Dafür, dass ich dieses Leuchten gefunden habe. Da waren sie aber geizig mit der Belohnung. Oh. Es ist doch irgendwie ein bisschen verzögert, was er hier braucht, um rauf oder runter zu schwimmen, dieser Fisch. Cheep, cheep, Wechsel. Mhm. Warum auch immer. Cheep, cheep, Wechsel. So, ich muss hier offensichtlich auch 5 Mondteile finden. Das werde ich wahrscheinlich mal eben als erstes erledigen, weil ich jetzt schon 2 habe. Hm.
Ach so, er kann sich auch drehen. Rums, weg mit euch. Noch ein Mondteil. So, da hinten sind lila Münzen. Hier ist noch ein Reißverschluss. Da unten ist noch ein Mondteil. Hinter dem Reißverschluss könnte sich natürlich auch einer verbergen. Fehlt auch nur noch einer. Aber er könnte sich natürlich auch irgendwo anders verbergen. Hier in die Richtung war ich noch gar nicht. Da ist wieder eine Hubtür mit einem Fels zugeschlossen. Und da ist vor allen Dingen das fünfte Mondteil. Das ist dann wahrscheinlich auch so eine Geschichte, diese Tür da unten, die man erst erledigen kann, wenn man den Level einmal durchgespielt hat. Ach, ja, dass ich hier drinnen atmen kann. Ich würde gerne wissen, wer diesen Fels hier hingestellt hat. Furchtbar, ja. Achso, hier vorne kann man auch raus. So, dann hätte ich eigentlich... Ah, ne, jetzt kann ich mal, wo ich gerade nicht mehr in Fischform bin, noch diesen Reißverschluss da hinten aufmachen. Ne, ich kann auch den Mond erstmal hier mitnehmen. Ein Mond für dich, Mondstücke im See. Ah, war anscheinend noch zu weit weg, immer noch. Und ein Raum, in dem es wahrscheinlich wieder zwei Monde zu finden gibt. Wow, was ist das denn hier? Gigantisch groß, aber nichts drin. Düdeling. Okay. Oh. Achso, hier brauche ich irgendeinen Schlüssel. Aber ich vermute mal, der Weg, offizielle Weg geht da lang und dann wäre das schon die Chance, dass hier der zweite Mond ist. Kein Thema für mich. Okay, noch ein Reißverschluss. Hä? Ich bin irgendwie mit dem Teil runtergefallen und bei dem Secret-Mond in dieser Gegend gelandet. Der geheime Reißverschluss. Genau. Dann. Okay, dann komme ich auch direkt wieder hier aus. Wo ich runtergesprungen bin. Oh nein! Einmal, einmal drüber gesprungen über den Steg. Aber den Mond, den habe ich ja, wenn ich ihn einmal habe, ne? Den habe ich doch, wenn ich ihn einmal habe, oder? Listen. Hoppopodori. Am Seeufer, Mondstücke im See, Nondenjagd im kühlen Nass. Der geheime Reißverschluss, ja, den habe ich. Weiterhin. Brumm, 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 brumm. Was hat das jetzt gebracht? Ach so, das wäre wahrscheinlich der offizielle Weg gewesen, hier rüber zu springen. Und dann geht's hier weiter, okay? Also, sowas finde ich immer so cool. Hier geht's hinter, um ein paar gelbe Münzen abzukassieren. Das lassen wir uns nicht zweimal sagen. Oh Gott. Da aber den Schlüssel. Und können uns einmal zurücksippen. Das war cool gemacht. Alle gelben Goombas. Warum sind die Goombas eigentlich gelb? Normalerweise sind die doch braun. Naja. Die Reißverschlusskluft.
Gudi, wo geht's hin? Wo ist eigentlich unser Ziel? Sie haben unser heißgeliebtes Schnicksenkleid gestohlen. Ach guck mal, die Ledermünzen, da könnte ich mir auch noch mal eben holen. Die habe ich vorhin auch schon gesehen. Das könnte allerdings lufttechnisch ein bisschen knapp werden. So, alle drei Münzen hätten wir, oder? Ich will das jetzt sehen. Ja. So, und jetzt müssten wir mal schleunigst irgendwo hin, wo Sauerstoff ist. Ja, 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 ich weiß. Hui. Ist dieses Ungeheuer noch da draußen? Auf der nächsten Etage ist ein Schaufenster mit wunderschöner Auslage. Ach, hier ist wieder so ein Pixel-Ding. Gib mir ein Herz zurück. Dankeschön. Gut, hier ist der Papagei, der uns Hinweise gibt. Der Shop ist eine Etage weiter oben. Darüber existiert noch eine weitere Ebene. Wie du da hochkommst, genauso wie überall hier, in dem du schwimmst. So, hier sind ein paar Münzen. Ach, hier sind überall so Dinger. Ah, man kommt nicht höher, das ist wirklich nur hier drin. Hier kommt man auch nicht höher. Und hier war ich gerade, oder? Ne, hier war ich gar nicht. Hier geht's rein. Oh, du hast mich gefunden. Sehr schlau. Nimm dies als Belohnung. Ein Mond. Unser geheimes Kämmerlein. Sehr schön. So, und dann war das hier, ne? Hier ging es rauf zu dieser Münzenplattform. Korrekt. Okay, hier ist schon wieder Wasser. Oh ne, hier ist die ganze zweite Etage. Hier wollte ich noch nicht hin. Hier wollte ich runter nochmal, ich glaube. Oh, das ist ganz schön tief. Hoppla, das ist aber echt tief. Das ist wirklich verdammt tief. Ich hätte mir doch diese Fahne da holen sollen. Das werde ich nicht überleben. Oh, hier ist eine Kugel. Oh, vielleicht überlege ich es doch. Todi, nimm mich auf. Das ist die Melodie von Captain Toad's Treasure Tracker. Wie schön, dich hier zu treffen. Wie schön, dich hier zu treffen. Yep, ich bin wirklich Captain Toad. Ich bin gerade hier in der ganzen Welt unterwegs und suche nach Powermoon. Also, schwimmen mit Rucksack ist wirklich mehr als beschwerlich. Ich weiß gar nicht so recht, wie ich hier hingekommen bin. Oh, aber dafür habe ich unterwegs diesen Mond entdeckt. Den schenke ich dir. Dankeschön, Captain Toad. Boah. Das war knapp. Jetzt habe ich wieder Luft. Jetzt kann ich noch einmal hier gucken, ob sich hier in diesem Raum sonst noch irgendwas versteckt hält. Ich vermute es aber nicht. Ich sehe auch nichts. Hier geht's wieder hoch. Dann nehme ich doch lieber den Röhrenfahrstuhl. Mit dem komme ich ja schätzungsweise einfach wieder oben aus. Sag ich doch. Dann nehmen wir jetzt noch die Fahne mit und beenden das für diese Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.